Frohes Neues aus dem verschneiten Stadion am Zoo hier in Wuppertal und zum ersten Video in 2017 von WSV TV haben wir direkt eine gute Nachricht mitgebracht. Es gibt eine Neuverpflichtung hier für unseren WSV und zwar ist Jan Holdak bei uns. Per Laie kommst du jetzt vom FC Brentford aus England. Erstmal herzlich willkommen in Wuppertal. Vielen Dank, Dankeschön. So, du bist jetzt hier per Laie, habe ich gerade schon gesagt, gekommen. Bist ein defensiver Mittelfeldspieler, dementsprechend auch für die 6 eingeplant. Bekommst auch die Nummer 6. Was bist du denn für so ein Typ auf dem Platz? Ich bin auf dem Platz ziemlich aggressiv, hau dazwischen, mach viel mit nach vorne, bin relativ torgefährlich, hatte in Brentford auch ein paar Tore gemacht und so versuche ich dann im Wuppertaler SV weiterzuhelfen. Zuerst warst du ja für die zweite Mannschaft, für FC Brentford B heißt das ja dann da, aktiv. Jetzt das letzte halbe Jahr gab es quasi ein kleines Upgrade für dich, ne? Ja genau, das letzte halbe Jahr war ich komplett mit der ersten Mannschaft, habe nur mit der ersten Mannschaft trainiert, im Pokal gespielt und war öfters auf der Bank, dort in größeren Stadien in der Liga und hat mir riesig Spaß gemacht, aber dann jetzt musste eine kleine Veränderung her, ich brauche Spielpraxis und da kam Wuppertal perfekt für mich. Jetzt ist England ja so rein klischeemäßig klar, aggressiv, lange weite Bälle, Kick and Rush. Wie hast du England so für dich gesehen? Auch als junger Spieler sicherlich eine gute Erfahrung. Vielleicht auch jetzt hier im Vergleich zur Regionalliga. Ja, ich würde sagen, ich habe die englische Liga so empfunden, dass technisch sehr, sehr stark sind die Spieler, ziemlich schnell und du halt sehr viel, sehr oft vor allen Dingen ins 1 gegen 1 gehen musst. Wohingegen ich sage, in der deutschen, selbst in der vierten Liga wird der Fußball an sich, glaube ich, wird besser gespielt als dort in der zweiten Liga, wenn es rein zum Spielerische geht. Aber sonst erwarte ich halt auch ziemlich das Ähnliche, dass zur Sache geht, gerade in der vierten Liga. Und ja, so habe ich das halt gesehen. Wie kam jetzt der Kontakt zustande? Wie bist du ganz genau nach Wuppertal jetzt gekommen? Ja, ich bin nach Wuppertal gekommen über den Manuel Bölster. Ich hatte auch Optionen in England für eine Laie, doch ich habe mich dann dazu entschieden, nach Deutschland wieder zu kommen, weil ich das für mich einfach das Beste fand, wieder deutsche Mentalität wieder zurückzubekommen, Selbstvertrauen zu sammeln. Und das hat dann über Manuel alles geklappt, hat länger gedauert. Die Verhandlungen haben über längere Tage, Wochen gedauert und ich bin jetzt froh, dass ich hier bin und werde jetzt hier angreifen. Also wollte Manu dich unbedingt haben, kann man ja schon mal so festhalten. In Wuppertal kommst du jetzt auch noch ein bisschen anders an. Ein Umzug steht an, ne? Ja, genau. Ja, der Umzug steht an. Jetzt Anfang Februar werde ich nach Wuppertal kommen und schaue mir die schöne Stadt an. Das ist ja jetzt quasi für dich erstmal ein kleines Intermezzo, ist eine Ausleihe, aber dein Vertrag läuft ja aus. Also wenn es gut läuft, dann bleibst du hier. Haha, genau, kann man so sagen. Wunderbar. Dann hoffen wir, dass es so ist. Jan, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei uns. Danke. Ciao. Wünsche ich auch.